So, lieber Vertriebspartner, so genau kommt die Waterflat bei dir an. Du packst die bitte aus und entnimmst einmal das Innenleben. Du siehst, hier vorne sind Verschlüsse, wo die Anlage abgedrückt worden ist und dicht geliefert wird. Diese drei, die ersten drei, bei dem Vorfilter werden entnommen. Also den hinteren und diese zwei werden entnommen. Den Abflussreduzierer bitte stecken lassen. Und dann gehst du wie folgt vor. Die Stifte, die dabei geliefert worden sind, einen montierst du dort. Und einmal hier vorne den Überkreuz. Ja? Auch ganz einfacher Verschluss. Einmal gedreht. Zack, ist es zu. Den einmal zur Seite gekippt. Jawohl. Und dann geht das anschließend schon los. Der erste ist der Anschluss. Hier vorne also kommt das Wasser in das Gerät. Ja, der Anschluss, da kommt das Wasser in das Gerät. Und hier siehst du noch diese zwei. Vernünftig montiert. Weiter geht's. Das gesamte Wasserwerk dann bitte in das Gehäuse einbauen. Vorne sind die passenden Löcher dafür da. Einfach einsetzen. Ja. Komplett einsetzen das Gerät, das rastet auch wunderschön ein. Zack, hochgestellt. Und dann geht es auch schon weiter. Gucken, dass diese Dichtungen vernünftig sitzen. Ja. Gucken, dass diese Dichtungen vernünftig sitzen. Jetzt beim Vorführen machen wir das jetzt nicht. Aber weiter geht's. Die Anschlüsse drauf, die im Lieferumfang mit dabei sind. Einmal den dicken hier vorne hin, wo ich eben sagte, wo das Wasser halt reinläuft. Den dicken Anschluss und dann die zwei kleineren Anschlüsse mit den kleineren Öffnungen hier hin. Und du siehst auch hier vorne, Out H2O, das ist das reine Wasser. Drain bedeutet Abwasser. Hier ist der Wasseranschluss. Vorbereiten. Genau, die zwei kürzeren Schläuche vorbereiten. Im Lieferumfang ist auch Rot und Blau dabei. Einmal passenden Längen schneiden. Dann siehst du auf dem Abflussreduzierer, auf dem Abschaltventil, einmal in und einmal out. Ja, das in kommt an Abfluss. Wo das Wort in steht, an Abfluss. Den anderen an das reine Wasser. Und dann, wie gesagt, die zwei Schläuche. Den roten an die Abflussschelle und den blauen an den Wasserhahn. Und den Anschluss vom Eckventil an das Gerät montiert und aufgemacht und die Anlage läuft. Kurze Überprüfung immer bitte, ob alles auch dicht ist. Und weiter geht's. Viel Spaß mit dieser kleinen, kurzen Anleitung.